Willkommen hier bei einer weiteren Folge von Fabroni TV. Hier bin ich live auf dem Derby Fest. Das Derby Fest ist was ganz Besonderes, denn es findet heute zum allerersten Mal statt. Und das Derby Fest findet in Hessen statt. Sag mal, Hessen, das ist ja doch irgend so ein Bundesland. Wo ist das denn genau? Das ist in der Nähe von, keine Ahnung, von NRW, was weiß ich. In der Nähe von NRW. Es ist weiter unten. Es ist weiter unten bei NRW. Und bei Bayern, das ist so genau. Und bei Bayern, also bei NRW und bei Bayern, da ist Hessen. Und da findet ja das sogenannte Derby-Fest statt. Ja. Sag mal, du bist du heute zum ersten Mal auf dem Derby-Fest? Da es heute zum ersten Mal ist, ja. Ich bin auch zum ersten Mal auf dem Derby-Fest. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Ich finde es eigentlich bis jetzt ziemlich geil. Also nicht viel gerade zu meckern. Ja, vor allem an der Bar. Becher noch gar nicht erwähnt. Dort ist eine wundervolle Dashi, eine Pinky, eine Applejack drauf und wie ich sehe, eine Twilight noch ohne Flügel. Du solltest diesen Becher käuflich erwerben. Er ist heute als Einzelstück käuflich zu erwerben. Den gibt es nicht noch einmal. Er ist Einzelstück. Er sieht schön aus. Was kann man denn mit diesem Becher trinken? Man kann damit nicht nur, wie heißt dieses Bräu? Bulletbräu draus trinken. Nein, er ist ein Hut. Es ist ein Hut, aus dem man trinken kann und das ist Bulletbräu. Der Hut. Und das ist Fabroni TV und mal schauen, was wir hier heute alles finden werden. Gehen wir mal weiter. Jetzt wird es immer enger. Ja, sie sind. Du bist Weltmeister geworden. Zu dem Becher. Hallo, wer bist du? Ich bin Rainbow Dave. Das ist meine bezaubernde Elias Yasu. Bitte ein Kameraschwenk auf die sich hinterm Hut versteckt und die haben dafür genug. Das ist Perrys Hut. Hallo Perrys Hut, wie geht's? Hallo, ich bin Perrys Hut. Seit wann bist du Perrys Hut? Seit ein paar Stunden. Muss dafür sorgen. Seit ein paar Stunden bist du Perrys Hut. Warum? Weil dieser bezaubernde junge Mann mit diesem wunderschönen, tollen T-Shirt ihn mir auf den Kopf gesetzt hat. Keine Schleichwerbung. Überhaupt keine Schleichwerbung. Wer bist du, junger Mann? Ich bin, man sollte es glauben oder auch nicht, ich bin ein Brony. Ich trage den Namen Philipp. Was ist ein Brony? Ein Brony ist eine perverse Abstruktion aus einem Universum, das wir lieber nicht kennen wollen. Er liebt My Little Pony. Es geht da um kleine Ochsen. Mehr Alkohol. Trink mehr Alkohol. Jetzt. Es geht besonders um Menschen, die Alkohol trinken und sich besaufen und den gesamten Abend Party machen. Man nennt solche Leute öfter auch Hartz-IV-Empfänger. Klopfst du? Was? Hartz-IV-Empfänger wo? Also nein heißt ja, schweigen heißt ist auch eine Antwort. Auf regelmäßiger Basis. Gut, dann wollen wir nun den nächsten interviewen. Ach, da ist er auch schon. Unser nächstes Opfer. Und zwar haben wir hier Jasta. Hallo Jasta, wie geht es Ihnen? Hallo Fabroni, mir geht es sehr gut. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, wie geht es Ihnen? Siezen wir uns jetzt? Nein. Du bist heute zum ersten Mal auf dem Derbyfest, ist das richtig? Ja. Okay, ich habe ja gehört, du hast hier ein ganz besonderes Kleinfett in der Hand und das ist eine Mary. Wo hast du diese Mary gekauft? Bei Zund vielleicht? Nein, die habe ich nicht von Schund gekauft. Schund? Diese Mary ist ein ganz exquisites Stück von Haselwölfchen. Ah, okay. Eine sehr engagierte Näherin, die demnächst nicht mehr näht. Hat sie genug von dir? Ja, ich glaube, ich habe sie zu sehr geärgert. Ich habe ihr einfach zu viel Geld in den Rachen geschmissen. Sie hat sich jetzt ein Haus in Beverly Hills gekauft, in das sie demnächst einzieht und zeigt Deutschland die kalte Schulter. Und diese Mary muss deswegen raus, alles muss raus und deswegen wirst du sie gleich verschenken, oder? Fast. Ich werde sie morgen verschenken. Okay, wunderbar. Aber nicht hier, weil hier sind zu viele Fags. Hier sind viel zu viele Fags, ja. Okay, also danke für das Angebot, aber ich habe schon eine Mary. Vielleicht findet sich noch jemand, der noch keine hat und dann kannst du... Du hast eine Mary? So, kommen wir zum nächsten Thema. Hallo komischer Typ mit komischer Frisur. Warum bist du heute hier? Weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Ja, ich glaube, das geht für alle. Aber das ist ja jetzt was ganz Besonderes hier. Bist du heute zum ersten Mal auf dem Derbyfest? Soweit ich mich erinnern kann. Ja.
Okay. Wie findest du das, die Atmosphäre und wie findest du vor allem das Feeling hier auf dem Derbyfest? Entspannt, gemütlich, sehr gemütlich. Prost, zum Wohl. Warum hat Sun so viele Fliegen auf dem Monitor? Können wir bitte die Fliegen sehen? Zeig bitte die Fliegen. Zeig die Fliege. Das sind Fliegen. Das sind mehrere. So, ja. Wer hat mich da gerade... Zundfliegen, die werden verkauft. Für 5 Euro das Stück. Zund fliegt auch sie. Zund verkauft auch das wird wahrscheinlich so kommen, ja, genau. Ja, das ja. Das wird so ausgehen. Hast du das gehört? Was? Okay. Ja gut, dann schauen wir uns noch um, was es hier sonst noch alles gibt auf dem Derbyfest hier in Nordhessen. Und ja, also dann, wir schauen uns mal um. Wir sind hier immer noch auf dem Derbyfest und wir sind jetzt mal drin, beziehungsweise ja im ersten Parcours sozusagen. Und wir sehen hier einige Bronies, die hier viel Spaß haben. Die hier neben den ganzen Derby, oh, die sind ja festgeklebt. Also neben den ganzen, komm mal mit so, und wir müssen uns die Zeichnungen anschauen. Das sind die ganzen Derby-Zeichnungen vom Derbyfest. Und ich weiß nicht, welches besser ist, aber ich glaube, dieses hier gefällt mir am besten. Mit dem weißen Kothaufen auf der Rücken. Oder vielleicht sogar auch das mit dem Muffin. Welches ich meine, sage ich aber nicht. So, aber kommen wir nun zum Brony-Stammtisch. Das ist der Brony-Stammtisch. Wie heißt das Kaff hier? Eschwege, das ist der Brunni-Stammtisch Eschwege. Und wir sehen hier auf diesem Brunni-Stammtisch sind sehr viele Brunis versammelt. Und auf dem Tisch von dem auf dem Stammtisch liegen sehr viele Plüschis rum. Wir fragen jetzt. Oh, da ist ein Mitglied des Eschweger Stammtisches. Hallo. Eschwege Stammtisch? Hallo Icy, du bist ja Mitglied auf dem Eschweger Stammtisch. Warum bist du heute hier und wenn ja, wieso? Erstens bin ich Icy. Wer bist du denn? Immer noch Rekord. Ey. Also Rekord, ey. Warum heißt du so einen komischen Namen eigentlich? Weil der mich hinter mir stört gerade. Ah, okay. Und wie gefällt dir sozusagen, du bist der Stamm-User oder Stammbesucher des Eschweger Stammtisches hier. Auf wie vielen Stammtischen von Eschwege warst du schon? Und haben sie dir alle Spaß gemacht? Und wenn ja, nein. Bis jetzt alle die Stammtische, wo ich jetzt hier war, haben wir natürlich Spaß gemacht. Also all die Stammtische, also nicht Netto-Stammtische, nicht Norma-Stammtische, sondern all die Stammtische, wo du eben da warst. Genau. Und seit wie vielen Jahren bist du denn schon eigentlich Brony? Ich bin ja wahrscheinlich jetzt, eigentlich letztes Jahr erst in die Community reingekommen. Ei. Aber ich bin schon länger Brony. Du bist schon länger also, Brony? Ja, länger mache ich schon die My Little Pony, vor allem durch die Musik, aber... Ja, wie gesagt, das Bronis.de habe ich erst relativ spät gefunden. Keine Ahnung, warum. Aber du bist nicht nur Mitglied des Eschweger Stammtisches, du bist auch Orga-Mitglied des Derbyfestes, wie man an deiner Uniform erkennen kann. Was ist deine Position und was hast du eigentlich da im Ohr? Im Ohr habe ich ein Funkgerät. Meine Position ist eigentlich ja, Orga-Mitglied. Ah, aber natürlich. Welche Position hast du im Orga-Mitgliedsteam? Ja, also eigentlich das immer, ja. Also gar keine, okay. Alles klar. Genau. Gut, dann setze dich bitte wieder hin und ich möchte jetzt diesen Typen hier interessante Fragen stellen. Hallo, du bist doch der Myrami, ist das richtig? Dies ist in der Tat korrekt. Oh mein Gott, ich habe den richtigen Namen noch im Kopf gehabt. Wow. Ich habe mich... Kennen wir uns so gut? Ja, wir kennen uns sogar sehr gut. Wir sind beste Bros. Wir sind die Besten. Das ist Myrami, unser Kekspony. Er macht die besten Thüringer Ponykekse. Und man erkennt ihn sofort. Und so habe ich ihn auch erkannt an seiner geilen Frisur und an seiner Brille. Ja. Es sind nämlich so wenig Leute ja. Mit Brille hier. Aber auch die Frisur ist sehr cool. Das ist so eine, ich bin zu voll zum Friseur zu gehen, Frisur. Ja, Seit sechs Jahren. Also seit 6 Jahren war ich nicht mehr im Friseur. Sag mal, Myrami, wie lange warst du eigentlich nicht mehr beim Friseur? Hab ich eben gesagt, seit 6 Jahren. So, du bist heute auch Teil des Eschweger Stammtisches. Wie lange bist du schon beim Eschweger Stammtisch und gefällt dir dieser Stammtisch aber überhaupt? Ich bin seit heute bei diesem Tisch. Oh, eine Premiere also. Wir schauen uns mal diesen Tisch an. Dieser Stammtisch ist was ganz Besonderes. Es ist ein echter Fliesentisch und die Fliesentischbesitzer sind empört, dass sie heute nicht hier sind. Die Fliesentischbesitzer. Was sagst du zu den Fliesentischbesitzern und was sagst du zu ihrer Lobby? Ich bin ein sehr starker Supporter der Fliesentischbesitzer-Lobby. Ja. Ich habe schon über einen Beitritt nachgedacht. Ja. Aber die Beitrittsformulare waren so empörend,
dass ich es nicht ausfüllen konnte. Also der zentrale Rat, der Fliesentischbesitzer ist empört, dass du nicht Mitglied bist und wir werden alle protestieren, dass quasi ein Fliesentisch ja nicht zum Zentralrat dazugehört, richtig? Gut. Oh, und wir haben hier ein neues Opfer. Er trinkt ein kleines Getränk, ein kleines, also für seine Maßstäbe zumindest. Zum Einstieg, ja. Zum Einstieg, also ein kleiner Shot, also ein kleines Schnapsglas voll mit leckerem Apfelsaft. Warum trinkst du Apfelsaft und schmeckt es dir? Nein. Also dieser Apfelsaft, das ist doch bestimmt, da ist doch noch was drin, oder? Da hat doch bestimmt einer sich entleert, oder? Ich vermute, Van Geeren hat reingespuckt, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das erklärt das, den weißen Schaum, ne? Also da war einer tollwütig und hat auf jeden Fall an dich gedacht. So, aber du bist ja auch Mitglied beim Eschweger Stammtisch. Ja. Und beim Eschweger Fliesenstammtisch, muss man sagen. Wie heißt du eigentlich im Forum und wie lange bist du dort aktiv? Das wird mir zu persönlich. Okay, die nächste Frage ist... Die Frage beantworten. Ja. Der Typ heißt Mock. Das steht für Master of Gicht. Nein, Master of Gicht heißt das also. Okay. Jetzt hat mich der GZ gefunden. Ja. Und hier haben wir unser nächstes Opfer, der breitbeinig schon für mich bereit sitzt. Ah, mein lieber Optik, wie heißt du im Forum und wenn ja, wieso? Also im Forum heiße ich Optik Flatter. Okay, danke, vielen Dank für das Gespräch. So, aber kommen wir zum nächsten Thema. Warum hast du hier ein komisches Kleinpferd und welches Cutie-Mark hat das? Also, ich weiß nicht, was das für ein Pony ist. Okay, du bist irgendwie zu betrunken, um mit mir richtig zu sprechen, deswegen gehe ich jetzt weiter. So, und wir werden jetzt diskutieren mit diesem komischen Typen hier. Hallo komischer Typ, wer ist dein Kleinpferd, was du trägst und warum ist das so groß? Hallo, das ist Sonata Dusk. Sie ist ein tolles kleines Kleinpferd. Sie ist total süß und ich habe sie total lieb. Wow, was für ein Brony. So, jetzt gehen wir aber weiter. Jetzt gehen wir rein in die Bar. Also das ist, man sieht sehr deutlich, die Alternative für Bronies. Hier wird noch richtig Propaganda gemacht. Das freut den Bundespropagandaminister der Alternative für Bronies und auch den Forumgründer von bronies.de. Hallo, 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 Aue, Aue, Aue. So, wir haben hier einen ganz besonderen... Ja, genau, frag dich mal, warum das hier so... Wir haben hier einen ganz... Wir haben hier einen ganz besonderen Gast gerade. Er ist nicht besonders. Das ist Sekora95 und er ist der Organisator des Derby-Fest. Du bist ein Spaß. Mein Name. Und ja, mit. Sag mir bitte, lieber Sekora95, wie kommt man auf die Idee, sich nach einem Zebra zu benennen? Wie man da drauf kommt? Ja, es ist ganz einfach. Ich wollte was anderes sein. Mit Reimen schwingen, ich kann nicht sonderlich gut. Also du magst eigentlich nicht wirklich Ponys, aber du stehst total auf Zebras und ihre Streifen. Oh ja, ja. Du weißt doch, Streifen machen bekanntlich... Schlank. Schlank, und ja, sie sind genau. Sehr sexy. Ja. Also du stehst auf Sekoras dicken Plot. Ist das hier jugendfrei? Sag mal... Z95, ich kann dich doch Z95 nennen, oder? Wie? Z95. Z95, yeah. Z95, yo, Z95, in the house, yo. Oh my God, in the house, yo. Yeah. Motherfucker. Du bist ja aber auch der Organisator des Derbyfests, habe ich gehört. Ja, so ziemlich. Wie kommt man auf diese wahnwitzige Idee, ein Derbyfest zu veranstalten in einer Zeit, in dem es schon so viele Broni-Großtreffen gibt? Und dann auch noch in einer Region, in der eigentlich gar nichts los ist. Simple Geschichte. Es gab da ein Problem die letzten Jahre. Das Lunafest, das wollte ich schon immer besuchen. Hm. Es ist immer schön, man sieht es und es ist wirklich immer gut. Aber das Problem an der Geschichte, Fabo, ich konnte nie hin. Das hat mich so geärgert, dass ich aus Spaß ein Konzept erarbeitet habe mit meinen anderen Jungs von der Orga. Und aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist 9 Monate alt. Ja, der kleine Ernst ist jetzt schon 9 Monate geboren, ist er, glaube ich, erst letzte Woche. Wir feiern jetzt quasi seinen Geburtstag. Ja. Yeah. Und was glaubst du, was wird aus Ernst, wenn er erstmal ja, so in deinem Alter ist? Glaubst du, es wird ihn noch geben oder hat es sich schon längst die Kugel gegeben? Ja, also so lange wird der Ernst wahrscheinlich nicht durchhalten, denn er hat auch so eine Krankheit.
und die heißt Fandom-Verräter. Das sind die, die nicht für die Alternative für Bronis sind. Oh mein Gott, ja. Gut, dann, die vernichten das alles, weißt du ja. Okay, jetzt weiß ich auch, wie es zum Derbyfest gekommen ist. Noch eine letzte Frage. Ich schätze mal, du bist ja laut deinem Namen zumindest ein großer Sekora-Fan. Trotzdem leitest du das Derbyfest. Warum heißt dieses Fest eigentlich nicht Sekora-Fest? Wie klingt denn das? Oder wie was mit Zebra-Fest? Zebra-Fest. Ja, vielleicht drehen wir einfach noch eine Veranstaltung, dann nennen wir die halt Zebra-Fest. Das wäre schon ziemlich zebrig, oder? Es ist eigentlich auch einfach, wir haben eine totale Klatsche, das sieht man hier. Und Derby ist auch nicht mehr ganz glatt in der Spur. Depri wollte ich schon sagen. Derby ist ja bekannt dafür, nicht ganz helle zu sein. Zumindest sagen das die Eltern aus den USA, die damals bei dieser einen Folge so geraged haben. Wenn sie heute hier wären, was würdest du ihnen sagen? Dass aus ihrem Kind doch etwas Großes geworden ist. Aber sie finden Derpy als geistig behinderte Person für nicht zurechnungsfähig. Das kann man so nicht sagen. Ohne meinen AfB-Vertreter sage ich nichts. Okay. Glaubst du, es wird noch ein übernächstes Derpy-Fest geben? Also ein nächstes auf jeden Fall. Vor dem Fest ist nach dem Fest. Wir haben das nächste bereits geplant. Das soll sogar noch einen Tag länger gehen. Zwar sogar von Freitag bis Sonntag, weil wir eine Mais haben. Und billiger soll es werden. Weil, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, billiger. Noch billiger. Ja, geht das denn noch? Ja, bei den Hessen geht es noch billiger. Ja. Billiger. Und das in einem Streifen von Zund. Das muss man mal dazu sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert und das ist ja der Wahnsinn. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei nächsten und übernächsten Derbyfest und ich hoffe, dieses Derbyfest, das aktuell ja noch läuft, wird weiter so laufen, wie es momentan noch läuft, nämlich sehr gut und die Stimmung ist sehr hoch. Freu dich auf die Überraschung um 2. Um 2 Uhr. Kannst du uns kurz für die Kamera sagen, was es sich dabei bei dieser Überraschung handelt? Um eine Überraschung. Die ist wirklich geheim. Tut mir leid. So, mit diesen Schlussworten gehen wir etwas weiter zur Bar, um euch auch ein bisschen die Bar zu zeigen. Und schaut doch mal kurz, hier werden die Cocktails von Evangelion gemixt. Guck mal, Evangelion mixt gerade die lustigen Cocktails und Purple Red Game, warum mixt Evangelion die Cocktails und warum mixt du sie nicht? Weil ich das nicht kann. Und was trinkst du eigentlich gerade? Ich trinke jetzt gerade einen Sunset Shimmer. Ist der gratis? Ja. Und wie viel hat dieser gratis Sunset Shimmer gekostet? 100 Euro. Und ist dieser gratis Sunset Shimmer wirklich kostenlos oder nicht? Der ist also im Preis inbegriffen, also ja. All inclusive. All inclusive. Und Sunset Shimmer ist schon ziemlich scharf, oder? Ja. Gut, vielen Dank. So. Aber jetzt geht's auch ein bisschen weiter. Wir wollen auch ein bisschen was vom Fest sehen, weil Hallo, es gab Kritiken. Hallo Aue, was hältst du von Aue und warum findest du Aue so sehr cool? Also ich finde es ziemlich genial, weil es das Fandom in einer nie dagewesenen Art geprägt hat und ich denke, es wird auch viele Jahre überdauern. Ja. Und es wird quasi unser Markenzeichen werden und ich liebe es einfach nur, weil es uns alle verbindet. Du liebst Aue und du liebst Hallo und du liebst Fanta. Wie viel Fanta hast du heute schon getrunken? Ich habe heute mindestens 2,12 Fanta getrunken. 2,12 Fanta. Und wie viele Aue hast du heute gegessen? Aue gegessen? Auf jeden Fall genügend, das kann ich sagen. Okay, wie heißt du im Forum? Im Forum heiße ich Philipp. Philipp. Philipp, du heißt Philipp im Forum. In der Tat. Mit F. In der Tat kann Alpecin ihre Haarwurzeln um 90% verlängern. Da haben Sie recht. Da stimme ich zu. Gut, vielen Dank für dieses Interview. Gerne doch. Ich so, liebe euch. Danke. Jetzt geht's weiter. Hallo. 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 So, danke, dass jetzt geht's in diesen komischen Karaoke-Raum. Oh, jetzt wäre es fast passiert. Schau doch mal, hier ist die Disco und alle feiern sie. Alle haben gute Stimmung. Leute, schaut doch mal, was für eine Stimmung das auf diesem Bruni-Fest ist. Auf diesem Derby-Fest, auf diesem Bruni-Event, auf diesem Bruni-Meetup. Das ist die Disco. Die Disco ist, hier sind die DJs, die feiern schon alle ab. Guckt mal, das sind die DJs. Das steht drauf, extra, ich bin nicht der DJ auf dem T-Shirt. Das sind die DJs des Derbyfests und alle haben Spaß. Zund, zeig doch mal den Dancefloor und die Stimmung, die hier alle abgehen. Wow. Und wir kommen zu unserem letzten Gast. Nein, komm mit. Zund. Ah. Zund. Hallo Nastor, schön, dass du hier bist. Ich bin nicht Nastor.
Es freut mich, dass du bis von der Schweiz hierher gefahren bist. Wie gefällt dir das Derbyfest? Und es ist dein erstes Derbyfest eigentlich. Es ist sowieso das erste Derbyfest überhaupt. Also ist es auch mein erstes Derbyfest. Und ich bin nicht aus der Schweiz hierher gefahren. Also wo warst du denn gerade? Etwas nördlich von Hamburg. Aus Hamburg? Hamburg soll ja sehr schön sein um die Uhrzeit. Aber wie gefällt dir eigentlich Nordhessen und wärst du jetzt gerne in Südhessen? Ich weiß nicht, wie es in Südhessen ist, aber Nordhessen ist ganz angenehm zurzeit. Das heißt, du hast Spaß? Und du ja! Ja! Und eine allerletzte Frage, wie gefällt dir eigentlich Fabroni TV und würdest du dir noch eine weitere Folge wünschen? Klar würde ich mir noch eine weitere Folge wünschen. Gut, das freut mich. Danke für das Interview. Okay. Und ja, ich weiß nicht, damit werden wir nun unsere wunderschöne Folge von Fabroni TV live vom Derbyfest hier in Nordhessen beenden. Und ich werde auf jeden Fall hier abdancen. Und damit zurück ins Studio und bis zum nächsten Mal, euer Fabroni.